Herzlich willkommen in der Rubrik Wir sprechen mit Sternen. Bei uns in der nächsten Sendung ist Frank Spilker und wir stellen ihm jetzt die Fragen, die man Musikern einfach nicht stellt. Ja, zum Beispiel von mir die erste Frage, die Sterne sollen beim Eurovision Song Contest mitmachen. Was würdest du sagen? Bei welchem? Eurovision. Achso, ich weiß ja. Ja, ich fand früher am Eurovision Contest, fand ich die Eröffnungsmelodie immer am besten. Und zwar lief, in meiner Jugend lief immer noch diese... Tedeum, oder wie das hieß, glaube ich, ja, oder sowas ähnliches. Preludium heißt das, glaube ich. Und danach war die Musik scheiße. Ja, dann wird es nicht mehr viel besser. Okay, alles klar. Also, aber das könnte man ja mal ändern, zum Beispiel, indem man die Sterne verpflichtet. Ich fände es gut. Ich übernehme aber auch keine Garantie dann für die Einschaltquoten. Alles klar. Bist du in irgendeiner Art und Weise Sportfan? Vielleicht Fan eines Fußballclubs? Ich bin nicht Gegner irgendwelcher Fußballclubs. Okay. Sportfan klingt mir zu allgemein, ich habe noch nichts gegen Sport. Ich habe mich, glaube ich, einfach irgendwie für Musik entschieden. Ich schätze Bewegungen an frischer Luft. Das beschränkt sich bei mir auf Fahrradfahren und Bootfahren oder sowas. Also ich bin kein Sportler mehr. Ja, ich schätze gar keine Bewegung, das passt doch schon wieder. Ist 50 die neue 30, Frank? Wen also fragst du jetzt den Falschen? Vermutest du das, dass in 10 Jahren? Ich habe, also viele Leute bestätigen mir, dass die Selbstwahrnehmung immer so ein bisschen irreal ist. Also insofern bedeutet das, dass man sich als 20-Jährigen vielleicht so wie ein Kind fühlt und dementsprechend fühle ich mich wie ein 30-Jähriger und das ist ganz schön. Na siehst du. Das war wirklich schön. Dann passt auf die nächste Frage, lieber Frank. Wenn du ein Cocktail wärst oder ein Longdrink, welcher wärst du? Jetzt machst du es aber spannend. Ja, natürlich, weil ich würde sagen Gin Fizz. Ui, das finde ich aber auch nicht schlecht. Ja, jetzt mal nachgucken, was das ist. Was einfach, was Klassisches mit Geschichte und Stil und nicht zu viel Zucker. Gut, ich werde was anderes. Cuba Libre natürlich, Rampensau. Ja, in der nächsten Sendung. Nicht zu süß, habe ich nicht gesagt. Was Cuba ist Libre. Ja? Ach, immer okay. Dieser Cuba Libre. In der nächsten Anstoßen. Cuba Libre ist vor allen Dingen der falsche Wodka, ne? Also der falsche Rum. Ich nehme Cuba Libre mit ohne Rum. Gin? Na, das ist der Kapitalisten-Rum. Es gibt ja noch den Havanna Club. Ne? Und da gibt es... Ich bin so lange aus dem Bargeschäft raus. Ne? Wir machen jetzt Schleichwerbung. Aber der wäre okay? Ja, der kommt halt aus Kuba, der andere kommt ja aus... Ja, nee, aber das ist der, den ich übernehme und ich mache jetzt keine Schleichwerbung. Aber ich würde mal... Bei der nächsten Talksendung erfahren wir mehr über Alkohol. Natürlich trinke ich Schnäpse. Ich kann die nämlich nicht ab. Also seitdem ich 24 bin, kann ich keine Schnäpse mehr ab.